Bis 2030 sollen 10.000 autonome Shuttle in Hamburg fahren. Das Projekt Autonomes Ridepooling wird vom Bund gefördert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat am Montag den Förderbescheid für das Projekt überreicht. So soll die Zukunft des autonomen öffentlichen Nahverkehrs aussehen. Ab 2030 sollen 10.000 autonome Fahrzeuge von Holon und Moja in der Modellregion Hamburg unterwegs sein. Dazu übergab der Bundesverkehrsminister Volker Wissing einen Zuschuss von über 26 Millionen Euro. Hamburg will einen 5-Minuten-Takt für jede und jeden anbieten. Das ist nur möglich, indem man autonom fahrende Fahrzeuge nutzt. Jetzt brauchen wir eben auch die praktische Umsetzung. Und wir unterstützen, dass hier Wirtschaft und auch der Staat eng zusammenarbeiten, um diese Dinge quasi als Pioniere auf die Straße zu bringen. Moja testet seine autonome Variante bereits seit Mitte dieses Jahres in Uhlenhorst und Winterhude. Das Fahrzeug ist komplett autonom und nicht vom Internet abhängig. Mit Hilfe von Sensoren, Kameras und Radare kann das Auto von selbst fahren. Eine künstliche Intelligenz hilft dabei, das Umfeld zu erkennen. Allerdings werden die Tests noch mit einem Fahrer durchgeführt, der rechtzeitig bei Gefahrensituationen eingreifen kann. Agnes Tjax und Volker Wissing probierten das autonome Fahrzeug schon mal aus. Faszinierend und beeindruckend, weil das Fahrzeug sehr menschennah fährt. Es wird auch von menschlichen Fahrern trainiert und es fühlt sich gut im Stadtverkehr ein. Es war ein ganz anderes Fahrerlebnis, was die Hamburger kennen, vielleicht von dem Fahrzeug Heat. Es schwimmt im Straßenverkehr mit, es fährt defensiv, aber dennoch gut. Und vor dem Hintergrund fühlt man sich sehr sicher und man fängt an, nach 15 Minuten eher in sein Handy zu gucken, als über das Fahrzeug nachzudenken. Getestet wird erst einmal in der Stadt, weil dort die meisten Gefahren im Straßenverkehr lauern. Der Sicherheitsfahrer schult die künstliche Intelligenz, indem er schwierige Situationen anfahren lässt und protokolliert, wie das System reagiert hat. Da Hamburg den 5-Minuten-Takt im öffentlichen Straßenverkehr anpeilt, werden mindestens 10.000 autonome Fahrzeuge benötigt, um das umzusetzen. Wir wollen das im öffentlichen Nahverkehr fahren lassen und im öffentlichen Nahverkehr werden wir damit den öffentlichen Nahverkehr viel, viel besser machen. Und wir können die Routen flexibler machen, wir können eine viel bessere Taktung anbieten, wir können eine Taktung auch ganz anders anbieten in Gebieten, die nicht so dicht besiedelt sind. Und vor allem deswegen hilft dieser Technologiesprung, den öffentlichen Nahverkehr in die äußere Stadt, in die Metropolregion, in den ländlichen Raum zu tragen und dort autoähnlich zu agieren, aber zu einem viel besseren Preis. Holon zeigt mit seinem Bus, wie die Zukunft generell aussehen kann. Ganz ohne Fahrer wird sich das Gefährt fortbewegen. 15 Personen sollen darin Platz finden. Die ersten offiziellen Testfahrten werden 2024 gestartet.